Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist uns in allem ein Vorbild, so auch im Verhalten. In einer Überlieferung hat er sallallahu alaihi wasallam uns berichtet: Zum guten Islam eines Muslim gehört, dass er davon ablässt, was ihn nichts angeht. Ja, liebe Geschwister, ihr habt richtig gehört. Der Muslim sollte nicht überall seine Nase reinstecken. Vielleicht kennt ihr die Situation. Ihr habt von jemandem etwas gehört und denkt euch, warum weiß er das und ich nicht? Warum hat sie ihr das erzählt und mir nicht? Wir sind doch eng. Wir kennen uns doch schon so lange und dazu sind wir auch noch verwandt. Kommt euch das bekannt vor? Und dann fängt das schlechte Denken an. Heute ist es aber normal, dass man immer alles wissen möchte. Und wenn sie es nicht erfährt oder nur über Umwege, fühlt sie sich ausgeschlossen, ist beleidigt und gekränkt. Aber wisst ihr was? Es spielt doch gar keine Rolle, ob sie es dir mitgeteilt hat oder nicht. Ob du eingeladen wurdest oder nicht. Wie viel Informationen hat man dir gegeben? Wie viel hast du von der Privatsphäre anderer mitbekommen? Ich muss mir folgende Frage stellen. Wer bin ich, dass ich alles wissen muss? Wer bin ich, dass man mich hätte einladen sollen? Das Leben dreht sich doch gar nicht nur um dich. Warum denkst du also, dass du alles wissen musst? Wir haben doch alle mal Situationen im Leben gehabt, in der wir gewisse Sachen nicht mit jedem geteilt haben. Aber wir haben doch viel größere Probleme. Wir sollten uns doch Gedanken machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geheimnisse nicht vor den Menschen offenlegt und uns von Jahannam fernhält. Aber nochmal zurück zu den Worten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith zeigt auf, wie wir uns zu unseren Mitmenschen verhalten sollen. Diese Einstellung, dass man nicht nach Dingen fragen soll, die einem nichts angehen, ist sehr wichtig. Dadurch schafft man es, vielen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Es ist das persönliche Leben eines Muslims, was mich nichts angeht. Sie kann doch selbst entscheiden, wem sie es erzählt. In den meisten Fällen kennen wir die Hintergründe gar nicht, aber urteilen immer sofort, gehen vom Schlechten aus. Bestimmt hat sie was im Herzen gegen mich. Sie mag mich nicht mehr. Oder was auch immer. Ich denke, ihr kennt das alle und versteht, wovon ich spreche. Ich lade euch hier nicht zum Egoismus ein. Nein, so darf das nicht verstanden werden. Wenn ich weiß, dass jemand Schwierigkeiten hat, dann kann es angebracht sein, vorsichtig zu fragen, was los sei und ob man helfen kann. Mir geht es hier um zwei Punkte. Erstens, steck deine Nase nicht da rein, wo du dir manchmal denken kannst, dass es unangenehm wird. Und zweitens, stelle nicht zu viele private Fragen, die dich nichts angehen. Was macht dein Ehemann? Wie heißt er? Hast du ein Bild von ihm? Heutzutage ist es leider gängig, Personen auszuspionieren, Verdacht zu schöpfen, schlecht zu denken und Lügen zu verbreiten. Doch ein aufrichtiger Muslim folgt der Verhaltensweise des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und steckt seine Nase nicht in Angelegenheiten, die ihn nicht betreffen. Erinnert euch immer an die Worte des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Zum guten Islam eines Muslim gehört, dass er davon ablässt, was ihn nichts angeht.